letzte Kampf war wahrlich eine Kugaluga. Streuten Körperzeilen! Hä? Wieder verschwunden. Ich veralbern? Nee, ist er nicht. Bei der richtigen Gelegenheit spieß ich den Waldläufer auf. Ich bin zu klug für diesen Trick. Das ist... Oh, ist er vielleicht nicht mitten im... Ich muss da weg. Ja, aber... Ja, aber... Holt dich erstmal wieder, Leute. Die Festung ist noch am Weitschub, ich weiß. Oh nein, nicht runter! Der stinkende Feigling ist weggerannt. Schaka. Kann der Explosion verwundet werden? Da bräuchte ich erstmal eine Explosion. Beim nächsten Mal ist er tot. Der Tag ist längst weg. Entsetzt. Oh. Sehr gut. Hass Karagor. Wer bist du? Schaka aus der Grube. Dich will ich haben. Bleibst du hier? Ja, shit. Shit, 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 bleib hier. Jetzt kommt wieder ein Kommen. Oder ich verlasse das Kampfgebiet oder irgendein Quatsch. Hey, Mann! Blutrausch fehlgeschlagen. Mann! Ich will den nun. Ich will den Spacko hier töten. Jetzt kommst du her, Mann. Es kommt ja nicht oft vor, dass man einen Hauptmann sieht, der Angst hat. Aber ein Girl jagt jedes Girl. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Blutet ihn aus. Hast ihn einfach so angefangen. Mann, jetzt rennt der sonst wohin. Das ist übelster Bullshit. Malmo-Knochenbrecher. Hey, da kann man wieder sofort getötet werden. Stufe 16 für den Waffenstand, wo es noch etwas bringt beim Reiten einer Bestie.
sollten ein paar Sklaven in diese Höhlen in der Nähe schicken und schauen, ob wir sie schreien hören. Wenn sich dort Grauks verbergen, brauche ich keine Menschen, um sie loszuwerden. Lasst uns sie einfach töten. Da das deine Idee ist, darfst du auch als erstes hinein. Ich habe da drüben etwas gesehen. Mann. Spiel ist am Anfang echt cool, aber dann, wenn dann solche Sachen passieren, sozusagen, wo es dann einfach nur schwer wird. Ja, nicht so, dass es so schon einfach wäre, so einen Hauptmann oder sowas zu töten. Kommen halt irgendwie 3 oder 4 auf den Haufen. Komm her. Das hört sich nicht gut an. Ist jetzt wieder woanders? Das wird mich veralbern. Das ist mal woanders? Oh Mann. Wie springt denn der durch die Gegend, ey? Forest. Einen Augenblick schritt der Schütze noch auf der Mauer entlang, den nächsten stürzte er schon hinunter. Der Tag hat sich an ihn herangeschlichen und ihn erhoben. Ich will hier rum. Hallo. Danke. So, nochmal ein Versuch, Wüstfestung Kragdalag, um ihn vorzulocken. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Töte 20 Uruks innerhalb von 2 Minuten.
Hops. Hallo, da hoch, dahin, ja, lol. Nee, einfach mal nicht. Was sind die Gegner, Mann? Ich krieg's nicht mehr gebacken, dass die Gegner da sind. Ich komme ja auch nie wohin, wo ich hin will. Meine Fresse. Ja, sehr gut, vorbei. Aufgeben, Zeit abgelaufen. Wo ist er jetzt hin? Meine Zoom-Variante irgendwie. Ah, sehr gut. Ah, ist hier die gleiche Stelle? Diesmal hat er nie bewegt oder was? Ach Mann. Wenn man denn so schnell so viele Gegner töten? 20 Stück in 2 Minuten, ey. 6 Sekunden im Gegner. Der Bulle wird attackieren. Das ist ja genau das gleiche jetzt nochmal. Ja. Ich habe vorhin ein paar neue Spuren gesehen. Glaube nicht, dass sie vom Waldläufer sind. Es sei denn, er hat 4 große Klauen und einen Schwanz. Sollte er sonst wie ein Narr auf einem Karagor umherreiten? Mugluk. Oh nein. Oh nein. Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Oh, Gegner. Toll, 18 tot. Von meinem Waldläufer. Wie ich hörte, reitest du nun mit der Wölfin. Ich werde euch wohl beide töten. So, jetzt habe ich ihn mal alleine hier, oder zumindest fast alleine.
Nein, nicht das. Nein. So, Waffen und Runen. Hm. Bogen wieder was Neues. Stufe 10. Stufe 16. Schaden auf einen Ritter in der Bestie. Verbesserungen. So, jetzt brauchen wir den Brandpfeil hier. Reden Panik, wenn er brennt. Ich, oh Mann, das war wieder geruckelt. Ich muss mal kurz die Aufnahme neu starten hier. So, ich hoffe mal, es hat den Arbeitsplatz. Immun gegen. Ja, lol. Sehr gut. Krakon. Kann durch Verstöße verwundet werden. Kann er mich riechen oder was? Krakon. Handgemenge kann ich packen und herumwürfeln, halte ich kontinuierlich und schnell. Doll, dann kann ich. Bestimmt Monster schlecht, immun gegen Schleichen, hast coole. Natürlich wohl. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Du bist immer so schreckhaft. Wo sind Brandpfeile? Menschen am Schau! Tötet ihn! Hey! Kommt jetzt der Teil, wo du mich leiden lässt? Hast du doch gesagt, nicht wahr? Heute nicht! Flüchtet! Später dafür! Mein Sieg! Ja, ich muss auch hoch. Komm her! Boah, was? Wo läufst du denn hin? Wo läuft denn der hin? Will ich mich verarschen? Spring wieder runter! Boah! Bullshit! Jawohl, geht doch. Oh, die laufen einfach nur zickzack durch die Gegend, das ist totaler Quatsch. So, muss ich mal kurz was gucken. Ne, nicht da, sondern in Fähigkeiten. Waffen und Runen. Beim Schwert habe ich noch neues bekommen. Chance sind 33%, den Kopf eines Suchers platzen lassen, wenn er von einem Geistblitz oder Geisterbrand erfasst wird. Das klingt gar nicht so schlecht. Wofür?
Oh ja. Soll wieder her. Hatte doch noch andere Sachen, wo es im Kopf platzen ging. Wie kann für den Kopf Flucht zu schlagen? Den Kopf zum Platzen gebracht wird und so, genau. Treffe sie einen automatischen Kettenlauf zu verursachen. Brauche ich mal Durchhager? Scheint so ein Niederschlag bei Durchhager. Ja, es ist relativ egal, weil ich dann nie wild hin und her wechsle. Vielleicht ist die Gesundheit wieder her. Aufziehen und bauen wir uns auch fast nicht. Meine Schleichtötung, Fokus wieder her. Weil eigentlich wollte ich an den Fähigkeiten was gucken. Ah, ich bin noch ein Trottel. Und zwar, was muss ich hierfür machen? Wenn ein Brand. Ah, wenn eine Trefferserie aufgeladen ist, okay. Wenn die auf Lagerfeuerte Fässer geschossen werden, außerdem auf deine Trefferserie nach 8 aufeinander fängt, wenn wir die Anzeige. Ja, okay, muss erstmal irgendwo. Meine erste Trefferserie aufladen, um dann sowas zu verschießen. Ortok. Ich muss jetzt nicht noch stärker machen. Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf, die anderen sagen. Kann ich denn irgendwie immun gegen Schleim, immun gegen Kampfangriff und Todesstöße? Aber ich müsste theoretisch immun gegen Fernkampf. Das ist schon erledigt. Alter, Jesus muss den verbrennen, ey. Der ist instant getötet. Na gut. Wie konnte dieser Menschendreck unseren Hauptmann schlagen? Ist er wirklich tot? Wer bist du denn? Na so. Er müsste hier in die Mitte gelockt werden. Damit ich zu brennen bringen kann. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Sonst habe ich hier nichts, was ich zum Brennen bringen kann, so richtig. Mozu und Tumhorn haben sich wieder in die Haare gekriegt. Dieser Dummkopf Tumhorn lernt es nie. Warum versucht er es überhaupt? Der kann nicht gewinnen. Was ist das? Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf der Gefahr. Ja. Windstein steht schon den halben Tag lang still. Furcht vor Verbrennen. Nein, ich wollte ihn packen. Jetzt rennt er wieder sonst wohin. Nimm doch! Etwas gehört? Nimm doch! Oh, natürlich will ich noch. Behindert.
Aua! Wer machst du denn? So, jetzt aber. Sind bereits bekannt. Bekannt. Ist hier alle anderen auch schon bekannt. So, dann machen wir doch mal hier weiter. Garm der Nau. Die sind alle übelst easy, ey. Sie sind ultra stark, bei den Parallel-Sachen aufgestiegen sind. Sie sollen mich aufgrund der unzähligen Toten kennen. Habe ich hier Stufe 14, Stufe 21. Wer bist du denn? Was soll der? What the hell? Den blöden Berserker töten. Ich wollte doch eigentlich nur die Rune haben. Stufe 6. Ringer des Untergangs Stufe 6. Hab ich den überhaupt noch drin? Waffenruhen. Hauch des Lichts habe ich hier. Ringer des Untergangs. Stufe 6. Stufe 4. Testen wir mal was. Okay, das war bloß verwundbar. Mensch dagegen. Uruk sagen, du bist Geist. Uruk hasst Geister. Ah, hier ein Abstechen von den. Zack. Wieder einen weggemacht von denen. Bringe das Untergangsstufe 3. Ich wüsste mal, wie viel ich überhaupt davon aufsammeln kann. Du solltest lernen, es dir selbst einzuteilen. Wo
Wo ist denn diese blöde? Ach du Schande. Ach du Schande. Wo habe ich denn da noch eine Rune für den Bogen liegen lassen?